Hermine Granger und die magische Welt. Eine Fanfiction von Zettel 96. Gelesen von Mondneffler. Jahr 2, Kapitel 13. Am Morgen des 14. Februars werde ich von Lavender und Parvati aufgeregt geweckt. Hermine, steh auf, das musst du dir ansehen! Rüttelt mich Lavender wach. Was ist los? Stöhne ich verschlafen. Die ganze Nacht habe ich noch in meinen Büchern gewälzt, um etwas über das Monster in der Kammer des Schreckens herauszufinden. Es ist in der großen Halle! Jetzt komm! Sie zieht mich aus dem Bett. Darf ich mich wenigstens fertig machen? Frage ich sie genervt. Na schön, du brauchst ja eh nicht lange, sagt sie und lässt meinen Arm los. Komisch, dass wir an einem Montag vor ihr wach sind, oder? Raunt Parvati Lavender zu. Lavender kichert. Ja, sie ist nicht mehr so eine Spießerin. Das habe ich gehört! Rufe ich den beiden über die Schulter zu und betrete das Badezimmer. 20 Minuten später eilen wir die Treppen in die großen Halle hinunter. Schau, was sie gemacht haben, sagt Parvati aufgeregt und deutet in die große Halle. Die Wände der großen Halle sind mit hellbraunen Blumen behangen und es regnet herzförmiges Konfetti. Mir bleibt der Mund offen stehen. Zugegeben, es ist etwas kitschig, aber ich bin ja auch nur ein 13 Jahre altes Mädchen. Schön, oder? Haucht Lavender. Ich nicke. Ja, wieso haben die das dann letztes Jahr nicht gemacht? Wir sind inzwischen an unseren Plätzen angekommen. Es wird an Lockhart gelegen haben. Schau dir die anderen Lehrer an und an ihn. Ich werfe einen Blick hoch zum Lehrertisch. Alle Lehrer sitzen mit verständeten Gesichtern am Tisch. Nur Lockhart ist in sein Element. Er trägt einen rosa Umhang, der gut zu der Dekoration passt. Ich beginne, mir ein Brötchen zu schmieren, als auch Ron in die Halle getrabt kommt. Morgen, murmelt er und lässt sich neben mir fallen. Was soll das mit dem Konfetti? Genervt fischt er etwas Konfetti aus seinem Essen. Ron, heute ist der 14. Februar, klärt Lavender ihn auf. Ja, und Montag, erwidert er. Ich rolle mit den Augen. Lavender stöhnt auf. Valentinstag, Ron, heute ist Valentinstag. Oh nein, das ist doch sicher Lockharts Idee, oder? Wir gehen davon aus, nicke ich und dolle zum Lehrertisch. Wo ist Harry? Frage ich direkt im Anschluss. Er kam gestern spät vom Training und ich habe ihn lieber schlafen lassen. Wenige Minuten später betritt auch Harry die große Halle. Was ist denn hier los? Fragt er, bevor er sich auf seinen Stuhl fallen lässt. Valentinstag, Harry, sagt Lavender mit strahlender Miene. Oh. Kaum hat Harry begonnen, sein Frühstück zu essen, erhebt sich Lockhart. Einen fröhlichen Valentinstag, verkündet er. Ich möchte Ihnen herzlich für die 46 Karten, die Sie an mir geschickt haben, bedanken. Er setzt ein stolzes Lächeln auf. Aber auch ich habe eine Überraschung für Sie, sagt Lockhart und klatscht in die Hände. Ein gutes Dutzend an griesgrämig dreinschauender Zwerge betritt die große Halle. Ich muss ein lautes Auflachen unterdrücken, denn Lockhart hat ihnen kleine goldene Flügel angeklebt, damit sie aussehen wie kleine Engel. Sie bieten einen wirklich komischen Anblick. Das sind meine Liebesboten. Sie werden heute durch die Schule streifen und ihre Liebesbotschaften überbringen. Hermine, sag mir bitte, dass du keiner der 46 Personen bist, die ihm eine Karte geschickt haben, sagt Ron gereizt, als wir die große Halle verlassen. Sei nicht albern, Ron, fahre ich ihn an und wühle in meiner Tasche nach dem Stundenplan. Den ganzen Tag über wird der Unterricht von kleinen Zwergen unterbrochen, die meinen Klassenkameraden Liebesbotschaften bringen. Lavender, die schon ihre zweite heute bekommen hat, liest sie mir schon zum zweiten Mal vor. Ich liebe es, wie dein goldenes Haar im Wind fliegt, dein heimlicher Verehrer. Wer könnte es sein? Wir sind gerade auf dem Weg zum Zauberkunstklassenzimmer. Keine Ahnung, sage ich knapp. Ehrlich gesagt interessiert es mich auch nicht, aber das sage ich ihr nicht. Ist alles in Ordnung? Fragt sie mich besorgt. Ja, was soll schon sein? Ich weiß, was sie hat, höre ich eine hochnässige Stimme hinter mir. Es ist Pansy Parkinson. Granger hat keine einzige Karte bekommen, weil sie unser kleines, hässliches Entlein ist. Hämisch lacht sie auf.
Lass sie in Ruhe, Parkinson. Du hast ja auch keine bekommen. Nicht mal dein ach so toller Draco hat dir eine geschickt. Keifle Wender sie an. Das hat gesessen. Getroffen setzt Pansy erneut an. Na und? Potter doch auch nicht. Damit sie nicht noch einen Treffer einstecken muss, eilt sie davon. Kein Problem. Harry findet es halt doof, Karten zu verschicken. Ich bleibe stehen und schaue sie mit großen Augen an. Meinst du, er hätte mir eine geschickt? Zu meinem Erstaunen höre ich Begeisterung in meiner Stimme. Auch Lavender ist es aufgefallen und sie schmunzelt. Ja, ich denke schon. Wieso bin ich von dem Gedanken, dass Harry mir eine Valentinstagsgrußkarte schicken würde, so begeistert? Mit Lavender rätselnd, wer ihr die Karte geschickt haben könnte, betreten wir den Korridor, der zum Zauberkunstraum führt. Im Flur hat sich eine Menschentraube aus Erst- und Zweiklässlern gebildet. Und in ihrer Mitte, wie könnte es anders sein, steht Harry, der versucht, vor einem von Lockharts Zwergen zu entkommen. Oh nein, der Arme, haucht Lavender. Der Zwerg will ihm ein Gedicht vor all den anderen Schülern vortragen. Wie peinlich. Zum Glück habe ich nur Karten bekommen. Während sie das sagt, zerreißt der Zwerg Harrys Tasche. Und der Inhalt fällt auf den Boden. Ginny Weasley, die Lavender gehört hat, wird bis über beide Ohren rot und schaut auf den Boden. Der Zwerg hat es unterdessen geschafft, Harry niederzuringen und sich auf seinen Brustkorb zu setzen. Jetzt beginnt er lauthals das Gedicht vorzutragen. Seine Augen so grün wie frisch gepökelte Kröte, sein Haar so schwarz wie Eibenholz. Ich wünschte, er wäre mein, denn göttlich muss sein, der die Macht des dunklen Lords schmolz. Nachdem der Zwerg sein Gedicht beendet hat, bricht tosendes Gelächter aus. Aus irgendeinem Grund gefällt es mir nicht, dass Harry einen Valentinstagsgruß bekommen hat. Komm, lass uns gehen, sage ich zu Lavender und ziehe sie ins Klassenzimmer. Willst du ihm nicht helfen? Fragt sie mich verdutzt. Nein, er hat doch Ron. Erwidere ich knapp und lasse mich neben Parvati fallen, während draußen auf dem Flur die anderen weiter über das peinliche Gedicht von Harrys Verehrerin grölen. Du sitzt heute bei uns? Fragt sie mich verwundert, während sie mir Platz macht. Willst du heute nicht bei den beiden sitzen? Sie deutet auf die leere Bank am anderen Ende des Klassenraums. Nein. Ich hole meine Bücher raus. Ich bekomme kurz mit, wie Lavender und Parvati sich einen Blick zu werfen. Dann beugt sich Lavender zu mir rüber und räumt mir zu. Dieser Valentinsgruß eben, der war doch nicht von dir, oder? Verdattert blicke ich in ihr Gesicht. Nein, wieso sollte ich ihm einen Valentinsgruß schicken? Ich weiß nicht. Druckst sie rum und stößt ihre beiden Zeigefinger nervös gegeneinander. Ich dachte mir, vielleicht bist du deshalb so schlecht drauf, weil ihm der Gruß nicht gefallen hat. Nein, er war nicht von mir. Wieso bist du dann so schlecht gelaunt? Fragt Parvati von der anderen Seite. Ich weiß es nicht, gebe ich zu und schweige den Rest des Unterrichts. Den ganzen Tag verbringe ich mit Lavender und Parvati und ignoriere Harry und Ron. Immer wenn sie mich ansprechen wollen, tue ich so, als ob ich mit Lesen beschäftigt wäre. Ich weiß selber nicht, wieso ich das mache. Was ist los mit mir? Seit er heute Morgen dieses Gedicht bekommen hat, habe ich total schlechte Laune. Und ich weiß selber nicht, wieso. Dreh ich langsam durch? Ich gehe ins Bett, sage ich zu meinen beiden Freunden, die gerade zum 10.000. Mal Lavenders Karten durchgehen. Gute Nacht, rufen sie im Chor. Mein Blick wandert zu den Weasleys. Vergebens suche ich Harry unter ihnen. Aber auch er wird schon ins Bett gegangen sein. Den ganzen Tag durfte er sich das Gedicht von Fred und George erneut anhören und wollte wohl nun endlich mal von ihnen loskommen. Am nächsten Morgen hatte ich meine Laune um einiges gebessert. Fröhlich spaziere ich in den Gemeinschaftsraum, in dem auch schon Harry und Ron auf mich warten. »Guten Morgen, Hermine«, begrüßt Harry mich. »Was war denn gestern los?« »Ach, nichts. Ich habe nur wenig gelesen.« Er geht darauf nicht weiter an und sagt zu mir und Ron verschwörerisch, »Ihr werdet nicht glauben, was gestern Abend passiert ist. Kommt mit!« Wir verlassen den Gemeinschaftsraum und suchen ein leeres Klassenzimmer. »Was ist denn passiert, Alter?« fragt nun Ron. »Gut, passt auf. Ich habe das Rätsel mit Tagebuch gelöst.« »Nun spann uns nicht auf die Folter, Mann. Erzähl schon!«
Okay, gestern ist mein Tintenfass über meine Bücher gelaufen. Alles war vor der Tinte. Bloß das Tagebuch nicht. Die Tinte ist verschwunden? Hauche ich erstaunt. Ja, komplett. Also habe ich gestern abends mal ausprobiert und etwas hineingeschrieben. Und? Fragen Ron und ich aus seinem Munde. Es hat geantwortet. Was hat es dir gesagt? Hast du es nach der Kammer gefragt? Platzt es aus mir heraus. Ja, ich habe auch nach der Kammer gefragt. Lass mich erzählen. Also, als erstes habe ich nur hineingeschrieben, mein Name ist Harry Potter. Dann ist die Tinte verschwunden und der Eigentümer des Buches hat sich als Tom Fordos Riddle vorgestellt. Dann habe ich nach der Kammer gefragt. Er meinte, er könne mir zeigen, was vor 50 Jahren passiert ist. Dann hat sich ein Riss in das Buch aufgetan und ich wurde hineingezogen. Ron und ich ziehen gespannt Luft ein. Das Buch hat dich eingezogen? Fragt Ron mit unterdrückter Stimme. Ja, jetzt lass mich doch ausreden. Wie wir bereits wussten, wurde Tom Riddle für besondere Tätigkeiten um die Schule ausgezeichnet. Wie Hermine richtig vermutet hat, hat es tatsächlich mit der Kammer zu tun. Ich war in seiner Vergangenheit. Ich habe gesehen, wie er denjenigen erwischt hat, der damals das Monster auf die Schule losgelassen hat. Wer war es? Frage ich mit angehaltenem Atem. Hagrid, sagt er knapp und stützt sich mit dem Rücken gegen das Lehrerpult. Hagrid? Frage ich verdutzt. Das kann nicht sein. Er würde doch niemanden jemals schaden. Ron findet seine Stimme wieder. Naja, wir wissen doch, dass er begeistert von gefährlichen Kreaturen ist. Denk an Fluffy oder Norbert. Ich gebe ihm recht. Wahrscheinlich konnte es Hagrid nicht ertragen, dass ein falsch verstandenes Tierwesen alleine in der Kammer sitzt und hat sich auf die Suche danach gemacht. Hast du es gesehen, Harry? Frage ich ihn zögernd. Was ist es? Es ist eine Spinne. Hagrid hatte Mühe, sie in seiner Truhe zu behalten. Es scheint mir so gewesen zu sein, dass sie schon seit Ewigkeiten versucht hat zu entkommen. Wahrscheinlich, um in Ruhe morden zu können, ruft Ron entsetzt. Ich will einfach nicht wahrhaben, dass Hagrid, unser Hagrid, ein Monster auf die Schule losgelassen haben soll. Riddle muss das falsche Monster erwischt haben, sage ich trotzig. Was glaubst du, wie viele Monster hier rumlaufen? Blafft Ron mich an. Wir wissen doch, dass Hagrid der Schule verwiesen wurde. Wahrscheinlich haben die Angriffe nach seinem Verweis aufgehört, überlegt Harry. Wir drei verstummen eine lange Zeit. Was meint ihr? Sollten wir ihn fragen? Fragt Harry uns zögernd. Ha, genau, das wäre ein lustiger Besuch. Hey, Hagrid, hast du vor 50 Jahren ein Monster auf die Schule losgelassen? Seit 4 Monaten ist nichts mehr passiert, sage ich nach einer Weile. Der Angreifer wird sich zurückgezogen haben. Wir machen es so. Wenn wieder etwas passieren sollte, sprechen wir Hagrid darauf an, okay? Schlägt Harry vor. Ron und ich stimmen hinzu. Dann verlassen wir das Klassenzimmer und eilen zum Unterricht. Ja, Leute, das war ein weiteres Kapitel von Hermine Granger und die magische Welt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und nun einen schönen Nachmittag. Und bis bald.